Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal Steffo. Heute haben wir die Sticker von Zen Now Forever und wir haben mal wieder 10 Sticker Päckchen und die packen wir mal aus. Ja, ich weiß, zurzeit stagniert es hier irgendwie auf meinem Kanal, ne? Also mit den Stickern und Karten immer das gleiche, aber ich habe so viel von dem Zeug noch. Und ich muss das ja irgendwie auch unterbringen. Aber keine Angst, es kommen irgendwann jetzt bald neue Sachen. Und ja, genau. Also ich hoffe, ihr schaut trotzdem weiter an. Und da haben wir als erstes Dasha Fuentes. Dann Kalisto. Dann der British Bulldog gegen Shawn Michaels und Antonio Cesaro. Ist das Antonio Cesaro? Ich glaube schon. Und der große Sticker ist Edge als Glitzersticker. Gut, dann machen wir mal weiter. Dann geht es weiter mit Ryback gegen Rusev, Samoa Joe und Samoa und Gary Neville, würde ich sagen. Und der große Sticker ist Charlotte, die gute Tochter von Nature Boy Ric Flair. Zweifache Hall of Famer. So. Dann haben wir hier Brock Lesnar, der bei UFC 200 einen klaren Sieg einfahren konnte. Dann Seth Rollins. Rusev Machka. Und Bret Redman hat, und ich glaube, das ist Stone Cold Steve Austin, den er da einen Sharpshooter hat. Und der große Sticker ist Dash and Dawson, das Tag Team von NXT. So, weiter geht's. Im Programm. Was haben wir da? Apollo Crews haben wir da, ich glaube, gegen Baron Corbin. Dann Randy Orton gegen Seth Rollins, The Rock und Stone Cold Steve Austin auf dem Bierwagen, glaube ich, wo er dann die Spritzkanone mit Bier auf Vince McMahon feuerte. Richtig geiles Segment. Und dann haben wir hier Kevin Owens als Glitzersticker. So, wir machen weiter. Dann haben wir Eddie Guerrero gegen Booker T mit seinem Splash. Kalisto. Bray Wyatt. Und die Four Horsemen. Sasha Banks, Becky Lynch, Charlotte und Bailey. Und der große Sticker ist Dean Ambrose, der neue WWE Champion Träger. So. Dann haben wir Roman Reigns, der suspendiert ist für 30 Tage, ich weiß nicht warum. Dann Randy Orton, Dean Ambrose und Seth Rollins, Randy Orton, Dean Ambrose und Roman Reigns beim Payback Pay-Per-View. Das große Sticker ist das Tag Team The Usos. So.
Wir machen den nächsten Stickertütchen auf. Und da war Sting gegen Triple H. Was ist das? Boah, kann ich nicht entziffern, was das sein soll, wer das sein soll. Dann haben wir Enzo Amore und Chris Jericho. In the Words of Jericho. Oder mit der Words of Jericho. Was haben wir hier? Oh, dann haben wir hier die League of Nations. The League of Nations mit Rusev, King Barrett, Sheamus und Alberto Del Rio. Gute Sache. So. Dann geht's weiter mit Apollo Crews, Seth Rollins, The Rock und einer von den Lucha Dragons gegen einen der Usos. Großer Sticker ist Seth Rollins gegen Randy Orton. So. Dann haben wir hier Brock Lesnar gegen Bo Dallas, glaube ich, ist es. Dann haben wir Kane, John Cena und boah, wer ist denn das? Auf jeden Fall Triple H ganz unten da, der da steht, aber wer das da, wer da angeflogen kommt, das weiß ich leider nicht. Und der Glitzersticker ist Eva Marie. So, und wir kommen zum letzten Sticker-Päckchen. Da hat man einmal Ryback, einmal das SmackDown-Logo, Shawn Michaels und Samoa Joe. Und der große Sticker ist Finn Balor. Jawohl. Ja, das war's schon wieder von diesem 10 Sticker-Tütchen Unboxing. Wenn das Video euch gefallen hat, macht doch einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also bleibt dran. Bis dann. Euer Steffo. Ciao, ciao.